Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir den Irrgarten erfolgreich durchschritten und durften nochmal alle Statuen der lieben Venus zuwenden. Und dadurch haben wir dann die Grotte geöffnet und hier scheint ein kleiner Feuerteufel unterwegs zu sein. Denn anscheinend reicht es nicht, die Fackeln hier einfach nur anzumachen, sondern das scheint noch irgendwie eine Reihenfolge zu haben. Jetzt sind die wieder aus. Warum sind die aus? Ihr habt eben gebrannt. Also sie braucht ja Licht. Und hier diese Linien, die verbinden sich mit denen. Ja. Wir gehen jetzt einfach nochmal die Reihenfolge. Gut gemacht. Welches brennt jetzt? Jetzt brennt das. Bleibt das jetzt auch an? Oder? Weil dann... Also entweder stimmt hier was nicht, dass irgendeine Linie fehlt. Fein! Fein! Oh, hast du ganz toll gemacht. War das jetzt zufällig richtig? Jetzt ist die wieder aus. Schnell nochmal anmachen. Alles klar, das hat geklappt. Ja, ihr seht ja, also irgendwas... hier bei ihr zufällig irgendwas auf dem Boden, dass man was sieht, wie man es machen muss. Nee, ne? Nein. Also die bleibt jetzt anscheinend an. Machen wir nochmal an. Die. Ja! Oh, Sophie, kein Orgasmus. Jetzt sind die anderen wieder aus. Dann... mach die halt nochmal. Scheint zu klappen. Ja. Aber irgendwas mache ich falsch. Gut. Aber was? Ja, weil zu der hier ist keine Verbindung. Kann man hier jetzt nochmal? Nee. Das heißt, wenn man die jetzt hier wieder anmacht, müssten die anderen wieder ausgehen. Ach, fein. Jetzt muss ich dranbleiben. Ja. Also sowas finde ich ja doof, wenn man gar keine Hinweise hat. Ja, jetzt ist hier wieder alles aus. Nee, ich laufe jetzt extra nochmal zu der hier, weil die war ja die, die eben... Das scheint funktioniert zu haben. Was ist jetzt hier los? Jetzt ist die wieder aus. Die sind jetzt an. Das müsste ja jetzt stimmen. Hoffe ich. Weil die ja... keine Ahnung. Ja, die... nee, die Horusse, die... Der Teil hat funktioniert. Haben da nichts mit zu tun. Ach, gar, was ist das für ein Quatsch? Endlich. Das klappt aber doch nicht. Das ist doch blöd. So ohne Hinweise und so. Die kann man auch nicht mehr anzünden. Wow. Das Spiel leckt. Hör auf. Sind jetzt alle wieder? Nein. Das war's. Das ist jetzt aber wirklich Rätselraten. Jetzt sind wieder alle aus. Wenn ich jetzt dich anmache... Gut gemacht. Dann dich. Perfekt. Jetzt alle an? Nein, jetzt ist die wieder aus. Oder geht das auf Zeit? So weit, so gut. Nein. Geht's anscheinend nicht. Scheint zu klappen. Ey, was ist das bitte? Da kommt man sich doch voll verarscht vor. Was ist das? Sag mal was hier, Typ. Von dir war die Fackel, ja. Hilft uns das irgendwie? Ja, jetzt sind zwei an, aber die haben keine Verbindung. Und die Linien, die müssen ja bestimmt auch da bleiben. Ja! Jetzt ist die da wieder aus.
Aber ich verstehe auch diese Verbindungslinien hier unten nicht. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, und jetzt ist die wieder aus. Wenn ich die jetzt wieder anmache, dann kannst du hier nicht dich hinstellen und mal auspusten, geht das nicht. So. Fein. Ja, jetzt sind wieder alle anderen aus. Grrr. Was zum Henker? Ich wusste, dass es klappt. Ja, ich nicht. Also zwei sind, bleiben anscheinend immer an. Also tut mir leid, Leute, alles klar, aber das hat geklappt. Man hat keinen Hinweis. Sie hat ja auch die Karte nicht. Sie hat nur noch diesen blöden Ring und diesen Hinweis da von ihrem Großvater. Den hat sie ja nur auch nicht. Sie hat doch so ein Teil mitgenommen. Ist das jetzt irgendwie weg? Oder Mann. Was sagen die uns denn hier? Lösen Sie das Rätsel, um Hathors Schlüssel zu erhalten. Ja. Toll. Hathor, Hilfe. Was soll uns das sagen? Ja. Ach so. Anscheinend geht dann immer nur eine Verbindung an. Man müsste dann jetzt... Ja, wenn wir die wieder anmachen, das nützt doch dann auch nicht. Das scheint funktioniert zu haben. Ja. Und jetzt ist die auch wieder aus. Weil von der hier keine Linie ausgeht. Ach da. Ja. Das hat geklappt. Ja, aber leider nicht komplett, ne? Ja. Das ist schon... Ach, jetzt verstehe ich das so einigermaßen. Das heißt, wenn man jetzt hier wieder eine anmacht, dann gehen die zwei wieder aus, weil die das nur von einer Seite immer machen. Das heißt, sagen wir mal, die wäre aus. Wir machen die an, dann kriegt die nur zur einer Seite, so. Dann hierzu. Dann, wenn die dann auch angeht, wäre das schlecht, weil die müsste man anmachen, damit hier der zweite Dings angeht. Oder liege ich falsch? Der Teil hat funktioniert. So, das ist jetzt alles aus. So, da muss man jetzt mal logisch überlegen. Also, die ist an. Welche Linie würde die geben? Wahrscheinlich diese hier. Wenn man jetzt die anmacht, dann gibt die die Linie nach da. Oder wie? Dann geht die aber automatisch auch wieder an, ne? Ach halt, dann vielleicht erst die hier. Scheint zu klappen. Sende bitte nicht beide. Ach, du sendest die hier, das ist ja noch blöder. Jetzt müsste man die hier ohne Gefahr anmachen können. Gut. Ja. Die hat aber jetzt keins nach hier gesendet. Na, das muss ich mir dann aber perfekt gleich mal aufschreiben. Und die setzt alles wieder zurück. Also die setzt gar keins. Also ganz ehrlich, das kann ich mir abmalen und dann irgendwie versuchen... Moment mal, ich hab doch Zettel und Gedöns. Also, hier ist die Mitte. Dann müssen wir uns mal außen orientieren. Da ist ein Tor. Das zeichnen wir mal bitte hinten ein. Also hier unten Tor. Dann... ist da die liebe Hathor. Nach da. Hathor. Und wir haben fünf Dinger, logischerweise. Vor uns ist keins, aber links ist eins. Rechts ist eins. Da drüber ist eins. Dann direkt vor uns ist eins. Und
da ist auch noch eins. Ach Gott. Das wird jetzt lustig. Es wäre gerade schön, wenn alle nochmal aus wären. Geht das? Wie kriegen wir alle wieder aus? Das war's. So, jetzt sind alle aus. Die da brennt ja anscheinend immer, oder vertue ich mich jetzt schon wieder? Egal, wir fangen mal mit der geradeaus an. Die. Ich bin auf der richtigen Spur. Gibt welche? Die gibt die. Moment. Das war jetzt dann. Also, das ist das Tor. Dann wäre das, dann die, dann ist das die direkt gegenüber vom Tor. Die gibt die nach da ab. Nach da. Die brennt. Brennt. Und gibt dann automatisch das Ding dann. Ich blick durch meine Zeichnung nicht mehr durch. Scheiße. Moment. Ans Tor stellen. So. Also, die haben wir jetzt angemacht. Die gibt nach da. Und diese gibt dann nicht an die daneben, sondern an die quer rüber. An die also. Okay. So. Und diese müsste dann. Perfekt. Nach wo gibst du? Du gibst nach rechts. Zu. Du gibst rechts. Das ist das Ding neben dem Tor. Die gibt wieder zurück. Was keinen Sinn ergibt. Also die gibt nur die zurück. So. Dann, was ist mit dir? Müsste ich da noch wissen, was die zuerst gibt? Ach, fein, jetzt muss ich dranbleiben. Ach, die ist auch noch an jetzt. Das ist ja shit. So weit, so gut. Geht die aus? Die soll ausgehen da. Also die brennt anscheinend immer. Also schreiben wir mal dahin immer an. An. Ist das richtig? Da müsste die Hattor, genau. Die ist immer an. Die kann keine Linie abgeben. Du gibst nur eine Linie nach da. Also du nach da. Nein, kannst du gar nicht. Moment. Ach Gott, wahrscheinlich habt ihr schon dreimal die Lösung wieder und ich schnall's nicht. Also die geradeaus gibt nach da. Warum habe ich das? Das kann sie doch gar nicht. Warum habe ich das so aufgeschrieben? Machen wir mal an. Das kannst du doch nicht, oder? Das scheint funktioniert zu haben. Nein, kannst du auch nicht. Die gibst du nämlich rüber. Du gibst die nicht zur Seite, du gibst die rüber. Das ist falsch. Also du gibst das nach da. Weil das ist die, die genau gegenüber vom Tor ist. Genau. Das falsch. Durchstreich. So. Und du gibst die logischerweise nicht nach da, sondern nach da. Jetzt müsste man wissen. Nochmal vom Tor ausgehen. Welche fehlt uns denn jetzt noch? Die haben wir. Die gibt an die gegenüber. Wo gibt. Ja, scheiße, dass du an bist. Ja. Dann machen wir mal aus. Ach, fein. Jetzt muss ich dranbleiben. Du gibst darüber, das war klar. Wollen wir dich jetzt wieder. Die ist aber noch an. Ja! Ja, Sophie ist gut. So, welche brauchen wir noch? Wir brauchen.
zum Gucken, welche was wohin gibt. Wohin gibst du deinen Kram? Gut. Gar nicht. Du gibst gar nicht. Okay, also gibt nix, schreibe ich jetzt mal dahin. Gibt nix. So. Das ist schlecht. Und der Part ist rum. Ja, ganz toll. Was machen wir denn da? Also ich würde sagen, ich versuche gerade noch mit euch zu gucken, wohin das Ding hier ihr Licht gibt. Endlich. Es gibt jetzt auch nichts. Hm? Und jetzt sind alle anderen aus? Was? Okay, das macht das jetzt gerade irgendwie nicht einfacher. Und man hat keinen Hinweis und gar nichts. Also, ja. Ich glaube, ich probiere noch ein bisschen und ansonsten gucke ich mal wieder nach.